Hallo zusammen, hier ist Friedrich und ich habe heute nochmal ein Video für euch. Und zwar geht es um das Thema Schufa und Co., warum ihr jedes Jahr eine Selbstauskunft einholen sollt. Ja, ich starte das Ganze mit einer persönlichen Geschichte, denn das Ganze hat mich nochmal dazu gebracht, warum jeder von euch bei den Auskunftsunternehmen seine Selbstauskunft einholen sollte, und zwar jedes Jahr. Ihr kennt es, das bekannteste Unternehmen ist Schufa, aber es gibt noch Kreditreform, es gibt noch weitere, wie zum Beispiel Griff Bürgel. Und diese sammeln Daten, bei denen dann Unternehmen anfragen, ob ihr würdig seid, den Vertrag oder den Kauf zu tätigen. Und damit ihr das mal seht, ein Beispiel, das ist mir persönlich nämlich so passiert und deswegen dieses Video auch, damit das Ganze nochmal sensibilisiert wird, weil ich finde, da muss man auch nochmal politisch ran, aber jeder von euch kann jetzt schon etwas tun. Was war passiert? Kurz vor der Europameisterschaft habe ich festgestellt, oh, es gibt so eine Handvoll Spiele, die werden gar nicht von ARD und ZDF übertragen. Und dann habe ich mir überlegt, gut, dann kaufst du dir mal einen Monat beim Streamingdienst Magenta TV. Und außerdem kann man so den Dienst auch nochmal ein bisschen testen. Und es ist ja auch nichts dabei, ich mache ja auch keine Werbung, deswegen nenne ich die Dinge, wie sie sind. Ich habe also bei Magenta TV einen Account buchen wollen und ein monatliches Paket von 10 Euro oder 15, ich glaube es waren 15, ich wollte das größere haben, für 15 Euro abschließen wollen. Ich gehe den Bestellprozess am Smartphone durch und dann heißt es auf einmal, Vertrag nicht zustande gekommen. Nachgefragt, ja, wir haben eine negative Kreditauskunft bekommen. Du, da stehst du erstmal da, ne? Und vor allen Dingen, wenn du nur noch, Freunde, Frau da irgendwie mitkriegen, wie keine Kreditwürdigkeit oder abgelehnt. Ne? So, also habe ich dann herausbekommen, bei wem, welchem Anbieter das war, der diese Ablehnung geschickt hat und habe dann eine Selbstauskunft nach § 15 Datenschutzgrundverordnung beantragt. Die muss man als Unternehmen einmal im Jahr gewähren. Warum das ein Problem ist, komme ich gleich nochmal drauf zu. Auf jeden Fall, ich habe die Selbstauskunft angefragt und was stand da drin? Es stand da drin, dass die Vodafone GmbH mir einen negativen Eintrag gegeben hat, weil ich dort einen Vertrag nicht bezahlt habe. Jetzt muss man aber wissen, dass dort in dieser Selbstauskunft ein falscher Name aufgetaucht ist mit über 10 Jahren nicht mehr existierenden Kontodaten an einer Adresse, wo ich nie gewohnt habe. Drei krasse Widersprüche in der Selbstauskunft. Heißt, zu meinen Daten wurde im März ein Vertrag abgeschlossen von einer Person X, die sich meiner Daten bedient hat, aber falscher oder nicht mehr aktueller Daten, die sie wahrscheinlich aus irgendeinem alten Datensatz von irgendeiner brachliegenden Datenbank, die nicht mehr sicher ist, rauskopiert hat. Also etwas vielleicht bei irgendwem, wo ich mein Konto hatte oder einer alten Datei, was auch immer, aber falsche, längst nicht mehr aktuelle Daten. Und damit hatte man einen Vertrag gemacht, der natürlich nicht bedient wurde, weil das gab es ja nicht. Aber Vodafone als auch diese Kreditauskunft Griff Bürgel haben diese Daten nicht korrekt geprüft. Denn alleine bei der Kontoverbindung hätte das auffallen müssen und dass diese Adresse nie zu meiner Person irgendwo aufgetaucht ist. Und jetzt kommen wir auch zu dem Problem, was nämlich entstanden ist. Man darf nur einmal im Jahr diese Selbstauskunft machen und man bekommt aber nicht mit, wenn es einen solchen Eintrag gibt. Übrigens hat hier Vodafone gegen diese Datenschutzgrundverordnung massiv verstoßen. Deswegen habe ich auch Beschwerde bei der Landesdatenschutzbehörde eingelegt. Denn sie muss mit dieser Person Rücksprache halten. Und wenn sie eine falsche Person mahnt und einträgt, dann ist das ein Delikt, das nicht korrekt ist. Und mir ist ja ein Schaden entstanden, weil ich konnte keinen Vertrag abschließen. Und das kann jedem von euch passieren. Ja, ich erzähle das jetzt von mir, weil ich das gut wiedergeben kann. Aber stellt euch vor, ihr sitzt da und ihr wollt jetzt gerade euren Flug buchen oder eure Zugverbindung oder ein neues Fahrrad bestellen, was auch immer, und plötzlich klappt das nicht, weil man sagt, ihr seid nicht kreditwürdig. Und das ist unfassbar. Und gerade jetzt, wo so viele Menschen vielleicht online oder kurzfristig spenden wollen oder etwas kaufen wollen und plötzlich hat jemand mit euren falschen Daten etwas gemacht, Daten, und jetzt kommt das, finde ich, noch heftigere, die es längst nicht mehr gibt oder die falsch kombiniert sind. Und diese Auskunftsdateien, die können euch damit praktisch das Leben schwer machen. Ich möchte denen jetzt nichts Böses unterstellen, aber es ist ein Problem in unserem System, dass man keine Info bekommt, wenn dort ein negatives Merkmal drinsteht.
und dass man nur einmal im Jahr diese Selbstauskunft einholen darf. Ansonsten ist es kostenpflichtig. Ich persönlich werde mich politisch dafür einsetzen, dass sich das ändert, weil ich finde, das ist nicht korrekt. Ich möchte gar nicht sagen, dass in einer gewissen Weise solche Auskunftsgesellschaften nicht sinnvoll sind für Unternehmen. Ich finde Datensammelwut nicht korrekt. Ich finde, dass man als Bürger und Bürgerin widersprechen muss, dass man dort aufgeführt wird. Das kann natürlich zur Folge haben, dass ein Kauf oder eine Bestellung etwas langwieriger wird, weil man vielleicht nur Vorkasse machen kann. Aber das kann man ja, ich sage jetzt mal, lösen. Fakt ist aber, dass im aktuellen System die eigenen Daten nicht bekannt sind und zu einer eigenen Schädigung führen können. Deswegen habe ich unter diesem Video den Link zu einem Musterformular und Artikel der Verbraucherzentrale für euch. Und ihr findet dort auch nochmal die Adressen, wo ihr eure Selbstauskunft kostenlos anfragen könnt. Macht es am besten noch heute und vor allen Dingen erzählt es Freunden und Bekannten, weil man kriegt ja nicht mit, dass da ein negativer Eintrag ist. Ich habe jetzt, ich meine, ich weiß nicht, warum ich das so magisch anziehe, aber ich habe jetzt die Bürokratie auf dem Schreibtisch liegen. Damit euch das nicht passiert, dieses Video, ich wünsche euch damit einen noch schönen Resttag. Und ja, lasst mir vielleicht ein Like da und teilt es. Vielen Dank, macht's gut, tschüss.